Es ist eine Verneigung vor ihrem Kurt Landauer. Die Südkurve ehrt den ehemaligen jüdischen Präsidenten des FC Bayern München mit einer einzigartigen Choreografie. Sie ehren den Mann, der den FC Bayern erfand. Den Mann, der erst Jahrzehnte nach seinem Tod Ehrenpräsident wurde. Mit Landauer als Präsident werden die Bayern 1932 zum ersten Mal deutscher Meister. Unter der Nazi-Herrschaft wird Landauer abgesetzt, flieht 1938 in die Schweiz. Nach Kriegsende kehrt er nach München zurück, dem FC Bayern zuliebe. Von dieser Rückkehr erzählt der Film Landauer, der Präsident. Regie führte Hans Steinbichler, gerade telefonierte mit seinem Hauptdarsteller, Josef Bierbichler. Ja, aber pass auf, da warst du schief gewickelt, weil in München gibt's ja, in einer Landeshauptstadt gibt's Bürgermeister und Oberbürgermeister. Und der ist Bürgermeister. Verstehst du, das habe ich vom Protokoll her sagen müssen. Bierbichler sagt, er macht sich Sorgen, dass ich nicht ans Telefon gehe. Weil er denkt, ich sei so feinfühlig und würde seine rohe Art nicht vertragen. Bist du feinfühlig? Ja, klar. Total. Mhm. Würde ich schon sagen. Da kenne ich nichts. Und ich hätte sehr gerne, dass der Sepp ganz kurz nach vorne kommt und sich zeigt. Sepp, danke. Als Landauer. Bierbichler ist Landauer, aber Landauer ist natürlich auf keinen Fall in irgendeiner Form Bierbichler. Ja? Also der steckt schon. Das Tolle ist, so ein Typ wie der Sepp, der hat da so einen riesen Resonanzraum, wie so ein Kontrabass, stelle ich mir das vor. Ja? Und in diesem Kontrabass gibt es so Schwingungen. Und es ist egal, ob dieser Landauer da vor 50 Jahren geschwungen hat oder so. Bierbichler kann das in der Arbeit mit mir auffangen und wiedergeben. Das ist dann natürlich nicht der Landauer, ja. Aber ich glaube, mehr könnte man es nicht verkörpern. Mhm. Es gibt auch kein Äquivalent im Übrigen. Es gibt keinen Ersatz. Also nenn mir einen Ersatz für Bierbichler für diese Rolle. Das gibt's nicht. Ja, das Wort bescheiden ist schwierig. Er ist überhaupt nicht äußerlich. So würde ich es nennen. Bescheiden ist ein schwieriges Wort, weil er, glaube ich, schon sehr genau weiß, was er kann. Das weiß er, ja. Aber er muss nicht drüber reden. Also er ist kein Poser oder so. Überhaupt nicht. Hat er gar nicht mehr. Ich glaube jetzt nicht. Ist das Maria und Josef? Ich komme hier einfach da rein, marschiert, als wenn nichts gewesen war. Das gibt's ja nicht. Der Lounge. Soll ich wieder gehen? Na, ich glaube ja nicht, dass ich die wieder auslasse. Ja, was ist? Empfangt ihr so den Präsidenten vom FC? Hey! Schießt doch! Das Interessanteste für mich an Landauer ist diese Zwischengefühligkeit, ja, dass jemand dahin gehört und doch nicht hingehört, da sein will und doch nicht da sein will, liebt und doch nicht liebt. Also diese Zwischenzustände, und das ist eben für mich ganz stark Heimat. Also das ist, glaube ich, das Gefühl, aus dem sich alles heraus so entwickelt. Wie soll das sonst gehen? Also, und aus dem schöpfe ich natürlich. Ja. Und dann ist es aber die Frage, als Filmemacher, macht man da wie so Tagwerk, weißt du, wie so Braunkohleabbau? Dieses Loch, macht man das immer tiefer, bis nichts mehr geht, oder geht man auch mal woanders hin? Das ist bei mir die Frage. Also meine Heimat ist definitiv der Chiemgau. Da bin ich einfach zu Hause. Da brauche ich nur hinfahren. Also wenn es mir schlecht geht, fahre ich da hin, bin da, sehe die Berge, fertig.
muss ich nichts mehr machen. So richtig schlecht gehen kann es mir halt auch nur da im Chiemgau. Genau das ist es. Und man will das ja, man will ja nicht diese Mittellagen. Ja? Du hast ja keine Lust, dass dich hier Schwabing auffängt oder so, sondern du willst irgendwas halt spüren. Und das spürst du halt am besten da. Und das hole ich mir dann in den Filmen rein mit dem Bierbichler zum Beispiel. Weil da ist ja alles da, was ich sozusagen immer gesehen habe, ist in diesem Mann drin. Hey! Hey, du Hundskrippe, du! Du lass den in Ruhe! Du schleichst jetzt, du haust ab, verschwind! Hast du das nicht gesehen? Der hat mich gefault! Lass dich da nie wieder sehen! Jetzt sag ich da! Das Landauer in der Form, ihr habt ihn jetzt gestern nicht auf Leinwand gesehen, aber im Grunde hat man früher sowas, das ist eine komplette Kinoproduktion. Und dies ist plötzlich geschiftet ins Fernsehen. Und das bedeutet schon sehr viel. Also das ist eine große Neuigkeit, dass man mit so einem Art Hybrid erstens das Geld einsammeln kann, das bekommen kann und das dann auch fürs deutsche Fernsehen machen kann. Das ist möglich, weil dem Kino die Luft ausgeht. Also ich fürchte, dass wir wie so sauriermäßig so an Ende rankriechen. Und ich meine, in Amerika und in England haben das natürlich alle schon begriffen. Ja. Also das gute Kino findet heute im Fernsehen statt. Also für mich ist Kino natürlich das Größte. Also dass so ein Körper, so ein Organismus von vielen Leibern in einem Raum sitzt und sich austauscht, ja, über Empfindungen, ist halt was ganz Tolles. Und das verlieren wir. Die Vereinzelung ist unabwendbar, ist doch klar. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. So, jetzt muss ich abhauen. Ja. Cut! Cut!